Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von dem Tutorial. Wir haben ja beim letzten Mal den Editor geöffnet. Dabei habt ihr wahrscheinlich gesehen, es wurde nur ein schwarzer Bildschirm geöffnet, keine Map oder irgendwelche Informationen, die dahinter liegen. Heute werden wir also hingehen und ganz regulär die SCS-Map öffnen. Was ich dabei erwähnen muss, ist halt eben, das kann man mit jeglicher anderen Map auch machen. Sprich, das kann man mit der Promodes, Roex, Poland Rebuilding, damit keiner meckert, weil ich sonst Polen Rebuilding sage. Nein, es ist die Poland Rebuilding. Die könnt ihr auf dem Weg halt eben öffnen. Wie das später geht, werde ich noch zeigen. Aber heute werden wir erstmal nur die SCS-Map öffnen, die ganz standardmäßig bei dem Euro Truck Simulator 2 dabei ist. Hintergrund ist ja dabei, wir bauen uns eine Firma irgendwo auf. Das werden wir dann auch sehen, wo. Und das soll ja nachher auf der vorhandenen Map mit dabei sein. Dafür müssen wir dann nachher auch einen Mod erstellen. Das machen wir dann irgendwann am Schluss. Mir ist nämlich aufgefallen, dass bei den meisten Tutorials dieser Punkt fehlt. Wir benutzen eigentlich alle Maps, die es so gibt, sprich Euronet ProMods. Das sind so die Maps, wo wir arbeiten. Wenn ich wir meine, da ich das nicht alleine mache, meine ich auch meinen Kollegen Michi von V-Transporter Amon. Wir beide sind halt eben so rum am Mappen, wie wir es so schön nennen. Aber ein bisschen Eigenwerbung muss ja sein. Wir starten jetzt noch nicht den Editor, weil es gibt noch ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Das eine ist der Mod-Ordner, der ist leer, da ist nichts drin. Kleiner Tipp, falls ihr mappen wollt, aber nicht andauernd die Mods immer rauskopieren wollt, legt einen Ordner an, benennt ihn, wie ich ihn jetzt hier genannt habe, Mod 1. Mod 1 ist praktisch der Mod, wo, oder der Ordner, wo alle Mods drin sind. Und erstellt einen neuen und nennt ihn einfach Mod. Sollte leer sein, er wird sich füllen. Wie? Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Was wir als erstes machen müssen, um die Karte zu öffnen, ist, wir gehen wieder auf unsere Verknüpfung. Gehen wieder auf die Eigenschaften. Und hier haben wir ja beim letzten Mal den Befehl minus edit eingefügt. Um die Karte zu öffnen, müssen wir jetzt noch was hinzufügen. Und zwar Europ. Die Karte im Basemap-Ordner nennt sich Europ. Das heißt, der Editor wird jetzt eine Verlinkung aufbauen zu der Basemap und dann diese Map hochladen. Jetzt will ich da aber gleichzeitig noch was hinten hinzufügen. Wir machen noch mal eine Leerstelle und machen noch mal ein Minus und schreiben dann no worked. Workshop. Dieser Befehl verhindert halt eben, dass die Mods, die im Steam Workshop runtergeladen werden, geöffnet werden.
Hintergrund ist dabei, ansonsten dauert es nämlich länger. Das habt ihr ja beim letzten Mal schon gesehen. Wenn ihr das eingegeben habt, übernehmen, okay. Mod-Ordner ist immer noch leer. Und jetzt starten wir den Editor. Dauert jetzt ein Weilchen. Kann sein, dass ich hier einen kleinen Schnitt mache. Werde etwas schneller vorspulen. Steam gibt wieder diese Warnmeldung. Diesmal mit dem veränderten Befehl -edit-europe, no workshop. Einfach auf OK und warten. So, wie ihr seht, es ist was geöffnet. Wir sehen also einen Ort hier. Ich muss gleich mal gucken, welcher das ist. Ihr seht schon die Firmen, die hier angesetzt sind oder angelegt sind. Mal gerade gucken, das ist Dortmund. Je nachdem, wo ihr hin wollt, könnt ihr über die Taste F8 die Map noch mal verkleinert öffnen. Hier habt ihr die Möglichkeit, wirklich raus zu zoomen und zu schauen, wo ihr hin wollt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel schon das neue Hannover. Und ich würde einfach vorschlagen, da ich da noch nie gearbeitet habe, wir gehen nach Berlin. Jetzt will ich dahin. Es gibt diesen Befehl mit dem GoTo, das ist über diese Tabulator-Taste, ist ja dieses komische kleine Kreis, man nennt es auch Grad. Und diese, dieses Dreieck nach oben, wenn ihr da drauf drückt, dann wird auch normalerweise, aber das geht jetzt nicht, geht ja, mir fällt gerade nicht ein, wie es heißt. Aber spielt keine Rolle. Kommen wir später zu. Ich kann jetzt hier ganz einfach mit einem Klick bin ich jetzt halt eben in Berlin. Wie ihr seht, wir sind in Berlin. So, in dem Bereich werden wir jetzt eine Firma im Zuge des Tutorials aufbauen. Was ihr jetzt machen müsst, damit die Karte gespeichert wird, müsst ihr einmal auf Save Map drücken. Und dann zeige ich euch den Mod-Ordner. Da seht ihr nämlich einmal eine User Map, da drin einen Ordner Map. Und in diesem Ordner seht ihr Europe. Wenn wir diesen jetzt öffnen, seht ihr die ganzen Sektoren. Das ist das, was ich im nächsten Tutorial zeigen werde. Es ist nämlich so, auf der gesamten Map immer zu arbeiten, dauert erstens immer länger. Dafür werden wir uns Sektoren aus dieser Map rausziehen und wie man diese dann öffnet, kommt im nächsten Tutorial. So, wir können hier oben hat man diese Weltkugel und dieses Vögelchen nenne ich jetzt mal einfach. Mit diesen beiden Funktionen und den Tasten W, E für runter, Q für hoch,
A für rechts, D für links und S für zurück, also sprich praktisch diese ganz normale Funktion vor, zurück, rechts, links. Zusätzlich E und Q, die Tasten zum auf und runter, könnt ihr nämlich fliegen. Das heißt, über das Mausrad, ich drücke also jetzt die Taste W, und über das Mausrad kann ich die Geschwindigkeit verändern. Umso weiter ich nach vorne drehe oder zurückdrehe, kann ich die Geschwindigkeit des Fluges, nennen wir das jetzt mal, verändern. So könnt ihr euch dann auf der Map bewegen, um zu gucken, wo möchte ich meine Veränderungen machen. Hier sind die Firmen schon, hier seht ihr diese Standardfirmen, da ist das Ladesymbol. Hier sind halt eben nur Modelle hingestellt. All das wird in den Folgen, die noch kommen, erklärt. Das aber jetzt erstmal nur mal rein, um über die Map zu fliegen. Und somit würde ich sagen, das reicht auch fürs Erste. Wir gehen jetzt beim nächsten Mal weiter. Wie ziehe ich mir einen Sektor raus, dass ich nur einen Bereich habe, wo ich arbeiten will? Ich persönlich mache es immer so, weil ich will nicht die gesamte Map immer laden bzw. bearbeiten. Macht auch irgendwo wenig Sinn. Ist auch nachher für den Mod, den wir dann am Ende erstellen, einfacher und wesentlich kleiner. Das heißt, die Datei wird also dann kleiner als wir, wenn man die gesamte Map nimmt. So, das war es dann erstmal soweit. Wir sind in der Map drin und ich lasse das Tutorial jetzt hier beenden. Kleiner Hinweis dazu, ich habe keine Regelmäßigkeit, wann ich das nächste Tutorial mache. Ich versuche es immer relativ ein bisschen in mein persönliches Zeitmanagement mit einzuarbeiten. Aber ich kann nicht versprechen, dass jetzt jede Woche oder ein Tutorial rauskommt, da ich ja halt eben auch persönlich ein bisschen auch was zu tun habe. Neben meiner Story, die ich ja noch auch noch produziere, ist das so ein kleines Nebending, was ich so mache. Was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt. Mir macht das Mappen Spaß. Ich hoffe, wenn ihr die ganzen Folgen nachvollzogen habt und die Möglichkeit habt, auch selber was zu machen, dass ihr auch vielleicht selber daran Spaß habt. So, wir lassen das Tutorial jetzt hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert. Und ansonsten sage ich einfach danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne dann. Euer Michael.